50 ist der, wenn Sie die Taufschale anheben, dann haben Sie da drin das originale Taufbecken. Ja, also so sah es über all die Jahrhunderte davor aus. Und wenn Sie die Taufschale wieder einsetzen, dann kann man hier drauf stehen sehen, den Text aus dem Jesaja, dem Prophetenbuch. Ja. Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ja. Und damit wird dann auch in dieser Gemeinde machbar. Eigentlich sind sie gerade durch den Eingang gekommen, der nicht der Haupteingang der Kirche ist. Dann geht es darüber mit den vier Evangelisten weiter. Dann kommen sie ins Kanzelgestühl und haben oben alle Apostel. Und über den Aposteln dann den Engel mit dem Siegeskranz in der rechten Hand. Und auch diese hat die Besonderheit, dass wir bei einem Geburtstagsgeschenk unterwegs sind. Und hier über die Kanzelaufgaben haben wir Petrus, das ist der mit dem Schlüssel, und der ist der in der Mitte. Ja. Und hier haben wir es mit dem Ordnungsgang. Der Altar ist von der Bildhauerfamilie Kropin aus. Entweder ein Orchester oder eine Orgel. Das Gute ist, dass er dann den Schüler von Abschnittger, nämlich Gerhard von Hohli, beauftragt hat, diese Orgel zu bauen. Und damit haben wir natürlich das Glück, dass die heute noch da ist. Ja. Das Orchester wäre wahrscheinlich schon vor ein paar Jahren gestorben. Da lässt sich dann der Orgelbauer auch nicht so ganz festnageln. Die ist also aufwendig in den Ende der 90ern restauriert worden, tatsächlich in den jetzigen Zustand. Das heißt, die Farbe, die Sie da haben, ist auch die vermutete Originalfarbe der gesamten Kirche. Das, was Sie so in diesem blau-grau-türkistönen finden, das ist das Werk der 1960er.